So, ja, während die noch aufbauen, fangen wir schon mal an. Wir sind das Smart Street Monitoring System. Wir bestehen aus dem, wir sind eine SEMA-Gruppe. Wir sind jetzt in 6, einmal ein bisschen im Bild. Ich bin Johannes, das ist Pascal, Henning, Thomas, Raphael, Justus und Paul ist noch dabei. Ja, unsere Idee entstand hier dadurch, dass es im Jahr Verkehrstote in der Höhe von 100 in Prag gibt. Das sind ungefähr 1,2 Millionen Menschen jährlich. 80% dieser Unfälle lassen sich durch technische Warnung verhindern. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir entwickeln ein, oder wir versuchen es zumindest, ein komplexes System zur Analyse des Verfahrens und zur entsprechenden Ausgabe einer Warnmeldung zu geben. Als Technik, wir haben halt diese smarte Straße, das ist ein Arduino, das ist eine Messstation, die rechnet dann die Geschwindigkeit aus. Diese Daten gehen dann, was hier nicht zu sehen ist, an den Raspberry Pi. Die machen dann, dadurch werden Daten dann auf den Server hochgeladen und man hat das dann in einer Datenbank, wo die Daten wieder runtergeladen werden können von Software über einen URL-Request und auch man die Daten, jeder wirklich die Daten sich runterladen kann in einem CSV-Format, also brauchbar. Und dann haben wir noch eine Analyse-Software entwickelt, die Autos, ein Diagramm erstellt aus den Autos pro Stunde. Das Ganze. Ja. So, und dafür, das ist jetzt eine kleine Demonstration, wenn sie funktioniert, von diesem ganzen Projekt, wie das dann halt hier ablaufen soll. Und so entstehen dann entsprechend die Tabellen aus. Und das wollen wir einfach die. Ja, also das hier ist unser Testauto. Das fährt über diese Schiene, die wir hier aufgebaut haben, mit der entsprechenden Sensoren umgebracht. Und ich werde erstmal schnell drauf. So. Und jetzt fährt er nochmal lang. Und wenn er eben zu schnell ist, dann leuchtet hier die rote Lampe. Und jetzt fährt er nochmal langsam drüber. Und wie wir sehen, die grüne, in diesem Fall läuft die grüne Lampe, das ist halt das direkte Feedback. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Falls es noch Fragen gibt, verschwinden Sie gerne.